Herzlich willkommen zur neuen Super Splatoon 2 Folge. Ja, Problem, wenn man gerade immer noch im Kopf hat, dass man Super Smash Bros. Ultimate aufnimmt. Und ich habe nicht meinen normalen Roller, heißt, ich habe auch nicht die Curling Bomben. Und mein Controller ist Schrott. Also, ich muss irgendwie nur dagegen pusten und dann geht's wieder. Aber das ist halt, keine Ahnung, trotzdem nervig, wenn ich jede Runde dann dagegen pusten muss. Und außerdem habe ich jetzt wertvolle Zeit verloren. Okay, ja, ich spiele heute den Ding. Ich habe den Namen vergessen. Ich spiele heute den, wie heißt der? Kontra-Roller. Wahrscheinlich heißt der Kontra-Roller. Keine Ahnung, ich spiele heute diesen interessanten Roller hier. Ich habe den Namen vergessen. Oh, wow. Zwei Ults gleichzeitig. Na gut, das war auch dumm von mir, aber gut. Ja, ich spiele heute den absolut, keine Ahnung, wie der Roller heißt. Auf jeden Fall halt den schnellen Roller. Und werde mal schauen, ja, ob ich irgendwas hinbekomme, man weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht. Ist auf jeden Fall keine Waffe, die ich oft spiele, also spiele ich sehr, sehr selten, wirklich nur. Und ja, ich meine, ja, ich würde sagen, meine Main-Waffe ist ja auch der Klecks-Roller, von daher, ja, habe ich jetzt nicht wirklich irgendwie die Intention, jetzt irgendwie andere Roller zu spielen oder so, weil ich mag halt den Klecks-Roller sehr gerne und wenn ich einen Roller spiele, dann spiele ich zu, ja, 99% den Klecks-Roller, also, genau. Ja, ich spiele einfach generell, wie gesagt, keinen anderen Roller, von daher. Ja, bin ich jetzt auch nicht wirklich gut mit der Waffe. Weil wie soll ich gut werden, wenn ich halt die Waffe nicht spiele? Ist ja logisch. So, okay. Mich würde es auch mal interessieren, wo denn die ganzen Gegner sind, weil irgendwie ist jetzt zwar alles eingefärbt, aber irgendwo sind nirgendwo Gegner. Keine Ahnung, würde mich auch mal interessieren, was die alle machen, die Gegner. Aber gut, ich kann trotzdem überall irgendwo Bomben hinwerfen. Vielleicht erwische ich ja irgendwen. Das war auch absolut dumm. Ich weiß nicht, wieso ich nicht umgedreht bin. Ich dachte irgendwie, dass der Auto von Automate, also dass der automatisch wieder umdrehen würde, weil er denkt, dass ich zurücklatsche, aber der hat den Gegner wohl überschätzt. Und irgendwie, keine Ahnung, sehe ich jetzt einfach keinen Gegner. Ich weiß auch nicht. Ja, bin einfach kein Fan von dieser Waffe, so, keine Ahnung. Also, ich finde es jetzt nicht schlimm oder so. Ich meine, in Splatoon 1 mochte ich sie auch ziemlich gern, einfach nur aus dem Grund, aber in Splatoon 1, weil ich die Secondary ultra geil fand. Ich bin einfach ein Fan von der Secondary von der Splatoon 1 Version. Einfach weil die Secondary von der Splatoon 1 Version. Upsala, so, die habe ich. Weil die Secondary von der Splatoon 1 Version, ich glaube, ich bin mal gegen das Mikro gekommen, sorry. Weil die Secondary von der Splatoon 1 Version der Seeker war oder wie auch immer er hieß. Und das ist einfach, ja, meine Lieblingsbombe ist, schrecklich war, schrecklich was weiß ich, was sein wird. Weshalb, oh, holy shit. Weshalb ich einfach die Waffe sehr gerne mag, schrecklich mochte. Und ja, ich meine, wie gesagt, also falls ihr nicht wisst, was das für eine, ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, was das für eine Secondary war, das war einfach eine Mischung zu gesehen aus der Curling Bombe, also einfach Curling Bombe mit maximaler Range so gesehen, Curling Bombe mit maximaler Range, ja, gemischt mit der Robo Bombe, dann habt ihr den Seeker oder wie auch immer er hieß, einfach halt so gesehen eine verfolgende, man könnte sagen, eine verfolgende Curling Bombe so, wenn man es so ausdrücken will, okay, also einfach, ja, eine verfolgende Bombe. Die Range von der Curling Bombe hat und auch so sich wie die Curling Bombe verhält. Also, jetzt nicht im Sinne von, oh Junge, Mann. Also ja, wie gesagt, die verhält sich so wie die Curling Bombe. Und zwar im Sinne von, danke. Ich wollte einfach noch ein bisschen einfärben. Und zwar im Sinne, dass sie halt auch so lang, nicht lang rollt, sondern halt so über den Boden. Ja, wie heißt es? Ich wollte fließen sagen, das macht auch keinen Sinn. Ja, einfach über Boden fährt halt. Einfach ein über Boden fahren der Curling Bombe, die Gegner verfolgt und one-hittet. Genau. Und das war war schrecklich, auch ist noch immer noch meine Lieblings-Secondary in Splatoon generell. Und ja, deshalb mochte ich diese Waffe in Splatoon 1 sehr gerne, weil halt einfach da diese Bombe dabei war und ja, das war die Secondary und die Ult war halt, dass einfach diese Bombe halt so gesehen, wie auch jetzt hier mit der Robobombe, keine Ahnung, wie es heißt. Ich glaube, es heißt Robobomber oder so. Und in Splatoon 1 hieß es ja, glaube ich, Bombenhagel. Und es war halt dann der, keine Ahnung, Sucherbombenhagel. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen hieß. Und da sind wir auf dem Abyssal Museum, so habe ich es auch selten ausgesprochen bisher. Und ja, wie gesagt, ich finde die Waffe, drei Roller im Gegnerteam. Ich finde die Waffe eigentlich ganz okay. Ich meine, wie gesagt, gehört definitiv nicht zu meinen Lieblingswaffen. Es ist einfach das Problem bei der Waffe, dass du ja halt einfach schwächer bist, wenn du einen Gegner jetzt richtig angreifen willst. Du bist einfach schwächer. Natürlich bist du jetzt, komm. Oh wow, du hast. Ja, okay, ich dachte, dass er näher rankommt, aber der hat den Dino-Roller. Also natürlich jetzt, ja, du kannst Gegner nicht überrollen und one-hitten, aber das, ja, so tötet man ja eh keinen Gegner in der Regel mit einem Roller. Auch wenn es vielleicht ursprünglich mal so gedacht war, aber ich denke, Nintendo wird sich schon beim Erstellen gedacht haben, dass das eh niemand nutzen wird. Aber ja, rein theoretisch kann man natürlich mit der Waffe Gegner nicht one-hitten beim Überrollen und mit einem Klecks-Roller schon, aber das nutzt eh keiner. Oh, okay. Trotzdem, die Waffe macht natürlich weniger Schaden. Generell und deshalb bin ich einfach nicht so ein Fan von der Waffe. Und holy shit, wie viel Hits hältst du bitte aus? Okay, ich kann mal ein bisschen mit Bomben nerven oder so. Würde ich sagen, ich kann auch mal hier oben welche hochwerfen. Einfach überall mit Bomben hin. Ich muss sagen, jetzt ist er hier oben. Was? Ah, boah, ist er eh down. Was mir nicht gefällt, aber gut, das brauche ich nicht mehr zu verfolgen, wenn er eh down ist. Oh wow, holy shit. Ah.
Ich habe meine Insta-Bombe geworfen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass nicht mal die Insta-Bombe erschienen ist. Ich habe die Insta-Bombe geworfen und direkt danach auf Angreifen gedrückt, aber wie gesagt, irgendwie, keine Ahnung, habe ich das Gefühl, dass nicht mal die Insta-Bombe erschienen ist. Was man auch erstmal schaffen muss. Und ihr seht es ja, wie gesagt, die Waffe macht einfach weniger Schaden. Und ja, auf jeden Fall, Set finde ich auch deutlich. Also, man kann One-Hitten, wie ihr seht. Aber ja, ich, keine Ahnung, mir ist manchmal auch ein bisschen irritierend, wenn es so schnell zuschlägt. Auch wenn es ja eigentlich eher ein Vorteil ist als Nachteil. Okay, keine Ahnung, wieso ich da jetzt so weit raus bin. Ich weiß es nicht. Ihr seht, ich bin etwas verwirrt, aber eigentlich meine ich sogar, dass ich den Controller gar nicht mehr bewegt habe. Aber okay. Ja, auf jeden Fall mag ich einfach so das Set auch von der Waffe natürlich deutlich weniger als vom. Oh, danke. Deutlich weniger als einfach vom Klecks-Roller. Ich finde das Klecks-Roller-Set schon ziemlich cool, muss ich sagen. Okay, habe ich dich verwirrt? Ja, habe ich. Mehr oder weniger. Ich meine, rein theoretisch ja, so kann man schnell einfärben, wenn man es denn unbedingt benutzen möchte, was eh kein Mensch in der Regel macht. Von daher ist eh egal eigentlich und schade, keine Ahnung, wieso ich dich da nicht erwischt habe. Gut. Ich meine, ja, ich habe nicht getroffen, deshalb habe ich ihn nicht erwischt, aber ich hätte ihn eigentlich treffen müssen. Hätte ich ein bisschen besser aimen können da in dem Moment. Oder hätte ich einfach ein bisschen besser geaimt? Okay, ja gut, dann würde ich sagen, oh, ja, dich werde ich nicht bekommen, du wirst mich bekommen. Oder auch nicht, das nicht. Ja, ihr seht es mit dem normalen, also mit dem Klecks-Roller, ich ihn da vermutlich gewonnen hätte, soweit ich jetzt weiß. Und ja, wie gesagt, ich finde die Waffe okay. Ist definitiv absolut keine meiner Lieblingswaffen. Ist nicht ansatzweise meine Lieblingswaffen drin, aber ja, was soll man machen? Und ich habe auch echt schlecht eingefärbt. Ich färbe mit der Waffe in der Regel nicht gut ein, mache nicht gut Kills. Und ja, ich meine, ich glaube, das letzte Video war sogar mit dem Klecks-Roller, das letzte Splatoon-Video. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da gut oder schlecht war, aber ihr könnt ja, keine Ahnung, das soll ich noch anschauen, falls ihr es nicht getan habt, um es zu vergleichen oder so. Ihr seht, bin jetzt nicht so krank gut, aber ich finde auch einfach das Set jetzt nicht so stark mit, mit dem Robobomber oder Robobombenhagel, keine Ahnung, ist das Platz. Ich glaube, in Platz 2 ist doch Robobomber, sollte es heißen. Das ist einfach, ja, keine starke Ult, würde ich sagen. Und da sind wir schon wieder auf dem Büssal-Museum, so wie ich es meistens ausspreche, mehr oder weniger. Und hey, wir haben einen mit einem Zauberer, Hexen, Magier, Wizard, Hut, absolut keine Ahnung. Das kann ja nur gelaufen. Ich finde auch irgendwie, dass die Map nicht so für Roller ausgelegt ist, ehrlich gesagt. Weil sie ist ziemlich, ja, die ist ziemlich offen. Ja, das nicht, aber schon so ein bisschen. Und man hat jetzt nicht wirklich so Punkte, wo man sich jetzt gut verstecken kann. Ich meine, natürlich muss man mit dem Roller nicht so spielen, dass du dich extra, ja, versteckst, dass du es extra versuchst, aber gut. Ist so die Frage, wie er runterkommen wird. Und Junge, du bist ja komplett lost. Okay. Kann ich so nah ran, dass ich dich in der Nähe bekommen kann? Nein, obwohl der zweite da eigentlich noch hätte treffen müssen, auch wenn er dies irgendwie nicht tat. Ich weiß nicht wieso. Zumindest meine ich, dass ich das Hit-Geräusch nicht gehört habe. Auch wenn er da eigentlich hundertprozentig hätte treffen müssen. Okay, dich habe ich nicht. Ja, ihr seht's. Also man One-Hitte mit der Waffe weniger häufig. Definitiv. So, du hast keine hohe Range, was mir ein bisschen Vorteil gibt, um dich anzugreifen. Exakt, weil ich kann nämlich den da machen und dann dich mit den Bomben verjagen, die ich gerade in dem Moment nicht habe. Super. Komm, und dich habe ich. Ja, da habe ich keine Chance in der Regel. Ja, ich dachte, dass er ein bisschen noch erst zurück bleibt. Das heißt, dass ich dann noch ausweichen kann. Aber ich hätte auch gar nicht den. Ich hätte, wenn schon Sprungangriff versucht. Also, ich hätte gar nicht den hier Angriff versuchen sollen. Den hier Angriff. Sondern den Angriff, weil ich sonst von der Range eh nicht hinkam, wie ihr gesehen habt. Okay, komm. Ja, dich habe ich. Also, wie gesagt, das ist ja nicht so, als würde man mit der Waffe gar keine Kills machen oder so. Aber halt einfach in der Regel weniger als mit einem normalen Klecks-Roller. Ich kann ja mal alle Roller so ranken, wie ich jetzt finde, dass sie also stark sind oder halt auch, wie sie mir gefallen können. Einfach so ein persönliches Ranking. Ich würde sagen, so wie ich sie einschätzen würde, wenn ich sie nach der Stärke beurteilen müsste. Und halt auch, wie sie mir gefallen, so gesehen. Und da ist es in der Regel so, dass die am stärksten mir sind bei den Rollern, das auch ist, dass sie mir mehr gefallen. Und ja, da würde ich sagen, also ich kann es einfach mal so spontan machen, so wie ich es jetzt spontan sagen würde. Und zwar, upsala. Und zwar, der schwächste Roller würde ich, glaube ich, tatsächlich sagen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich würde sogar hier die Art von Roller, die ich gerade ausgerüstet habe, wie gesagt, ich habe den Namen vergessen. Ich weiß nur, dass es die Deko-Version von der Waffe ist, aber ich habe den Namen vom Roller vergessen. Auf jeden Fall würde ich den, ja, sogar ich würde ihn auf jeden Fall, meine ich jetzt, als schlechtesten Roller einstufen. Und dann würde ich, glaube ich, sogar sagen, ich weiß nicht, dann würde ich sagen, glaube ich, der Flex-Roller. Ich glaube, der heißt Flex-Roller, genau. Ja, doch, der heißt auf jeden Fall Flex-Roller. Dann danach der Flex-Roller, dann danach der Düner-Roller. Und ja, aber das Einzige, würde ich sagen, ist der Klecks-Roller. Aber das ist auch nur so, wie ich es jetzt spontan entscheiden müsste. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich den Flex-Roller mit Abstand am wenigsten von den vier Rollerarten gespielt habe. Und von daher auch jetzt nicht ganz so gut beurteilen kann. Aber ich habe schon das Gefühl, also die Waffe ist nicht schlecht und so. Aber ich habe das Gefühl, dass der Düner-Roller und Klecks-Roller, ja, stärker sind. Okay, es kommt natürlich auch mal total darauf an, wie man jetzt Waffe spielen kann. Ich würde sagen, Klecks-Roller ist ja auch rein theoretisch eher leichter zu lernen,
sag ich mal, auch wenn es natürlich generell keine Waffen ist, schwierig ist zu lernen, aber Klecksroller und der, wie heißt der Roller, den ich gerade habe? Ich weiß es echt nicht. Carbonroller, ach, Carbonroller. Der Carbonroller und der Klecksroller sind ja mehr oder weniger leichter zu lernen jetzt als so ein Dynaroller oder so ein Flexroller. Aber gut, okay, dann würde ich sagen, ab in die, ich glaube, vierte und finale Runde. Und da sind wir in der vierten und letzten Runde. Und ich hatte jetzt letzte Runde 10 Kills und ich glaube, der, der meist angefasst hat, hat bei uns sogar 0 Kills. Ich werde versuchen, ja, mal die meisten Kills nochmal zu haben und vielleicht sogar meist angefasst, wer weiß. Ich meine, ich kann es versuchen. Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass ich das jetzt unbedingt zu 100% schaffen werde, aber gut. Danke, dass du immer noch da bist. Da kann ich versuchen, dich von hinten zu töten. Was ich sogar nicht schaffe, ich habe dem 2 Hits gegeben. Wie gesagt, mit dem Klecksroller hätte ich den zu 99,99% ja, bekommen. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich den mit dem Klecksroller auf jeden Fall bekommen hätte. Okay, danke, dich hab ich. Also manche Gegner gehen vielleicht auch ein bisschen zu offensiv rein, wenn man mal so drüber nachdenkt. Wenn wir mal ehrlich sind. Komm. Und dich hab ich vielleicht nicht. Danke. Oh, wow, okay. Ja, ich wollte jetzt eigentlich die Bomben spammen, aber das kann ich auch jetzt noch machen. Okay, überall einfach Bomben hin. War hier nicht gerade jemand noch? Jo. Ja, das zählt auch als mein Kill, perfekt. Muss ja Kills farmen. Heißt, ich kann schön hier hoch und den abpassen. Ah, der ist immer noch da hinten, oder? Wo ist der? Ah, jetzt hier unten, okay. Kills farmen. Danke. Danke. Also, es geht schon schnell. Man kann rein, also man kann rein theoretisch, wie gesagt, wie ihr seht, schon ganz gut Kills machen. So, kann ich dich locken? Nope. Ich kann dich mal mit Insta-Bomben abwerfen, die auch durchaus effektiv sind. Komm. Jo. Ah, ja, okay. Der hat mich bemerkt. Nein, ich habe nicht getroffen. Schade. Und da kann ich jetzt rein theoretisch sogar drüber fahren. Also in solchen Momenten kann man natürlich dann schon. Es ist natürlich dann schon manchmal der Ding praktischer, wenn man einfach rüberfahren kann. Auch wenn man halt einfach nur im Nahkampf jetzt nicht unbedingt absichtlich immer ja, die Leute dann durchs Rüberfahren tötet, auch wenn das rein theoretisch ja geht. Okay. Dich werde ich so definitiv nicht bekommen. Aber wenn du näher kommst, kann ich dich so töten. Oh, holy shit. Ah, keine Ahnung. Die Explosion hat mich so knapp noch erwischt. Also da war ich echt ganz außen am Radius. Schade. So, wer ist safer? Die sind beide relativ unsafe, sich den zu interpretieren. Okay, ich glaube, zudem wäre ich sogar noch eher gestorben. Aber hier kann ich jemanden töten. Jo. Und damit noch mehr Kills bekommen. Das ist ziemlich logisch. Hier ist doch bestimmt noch irgendjemand. Ja, komm. Okay. Ich meine, einfach so eine Insta-Bombe reinwerfen und dann halt mit dem Carbon-Roller anzugreifen oder andersrum. Ja, tötet halt, oh, tötet halt immer, wenn man halt mit der. Ich weiß nicht, ich glaube, du musst gar nicht mit der Insta-Bombe direkt treffen und tötest trotzdem hundertprozentig, wenn du. Ja, gut, es kommt natürlich darauf an, wie weit du weg bist. Aber ich weiß gar nicht, was der minimalste Schaden ist, den man mit dem Carbonroller auszahlen kann. Also auf jeden Fall, wenn ihr einen Insta-Bomb auf den Gegner werft und am besten noch direkt trefft und dann mit dem Carbonroller einen normalen Angriff, dann seid ihr in der Regel ja immer so dran. Also dann würde es mich echt wundern, wenn ihr den Gegner da nicht töten würdet. Weil dann, also dann sollte man den Gegner eigentlich schon ziemlich sicher töten. Okay, dann würde ich sagen, 53 zu noch was, kann ich glaube 36 wieder. 15, ja, Tode wahrscheinlich. 15 Kills, wow, das Game-Team hatte 11 Kills und unser Team hatte, wenn man mich ausrechnet, glaube ich 13. Also, ja, lief doch überraschend gut. Dann würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder whatever, keine Ahnung. Und ja, ciao, ciao.